Willkommen zurück bei Gamer Tim Drake. Wir spielen God of War. Haben ja gerade ein Stück von dem magischen Meißel erhalten, mit dem wir jetzt mittlerweile auch diese versteckten Kammern hier öffnen können. Und immer jedes Mal, wenn unser magischer Meißel ein wenig leuchtet, haben wir die Möglichkeit, den dort reinzurammen. Ich glaube, bis zu zwei oder drei Mal muss man das machen, um jetzt endlich dieses Tor zu öffnen. Ist mal so ein bisschen fickelig am Anfang. So. Wie auch in den vorherigen Videos wird es so sein, alle Gegenstände oder Runen oder Schätze, die ich in diesem Video finde, die werde ich in der Videobeschreibung einmal verlinken mit der Angabe der Minutenzahl und auch was ich denn dort gefunden habe. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Ja, da können wir die Pfeile von Atreus nehmen. So. Da vorne ist eine Kiste. So, Sesam, öffne dich. So, wir folgen jetzt erst einmal übrigens wieder der Hauptquest weiter. Wir folgen das nehmen wir auch nochmal schön mit. Leider kein Artefakt, sondern nur Hacksilber, in Anführungsstrichen. Ich habe mehr Informationen zu dem Bettstein, den ich Moment, habe. Hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir. So, hier vorne ist Siri. Erinnert ihr euch wird gleich an angezeigt, wir können wieder einen Zwergengefallen erledigen. Der des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also. Seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein, mit dem ich euch helfen könnte. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Möglichkeit, dass wir diese Nebenquest später auch mal starten können. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Aber das machen wir jetzt nicht. Gestartet ist sie, das heißt, wir können sie jederzeit, wenn wir in unser Menü gehen, separat auswählen. So, hier kommen wir erstmal so noch nicht ran an die Kiste. Das heißt, wir müssen uns einmal dieses klebrige Harz besorgen. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. So, Sindri hat nichts zu tun, okay. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, unten haben wir gerade gesehen, drei Runen, die es wieder zu zerstören gilt ansiegeln. Hier ist das Nummer 1 Siegel. So, zwei noch. Können ja gar nicht weit weg sein. Ja, ein bisschen Lucky-Lucky machen. So, haben wir gerade gesehen. C und das R, sag ich mal, die beiden müssen wir noch finden. Ja, stellenweise sind die Siegel ja schon ganz gut versteckt. Da oben ist das zweite. So, eins fehlt noch. Wo kann Nummer 3 sein? Was können wir jetzt wieder freischießen hier? Aber wir kommen so an das Harz nicht ran. So, seht ihr das Siegel? Ich sehe es momentan nicht. Also wer das Video skippen möchte, der kann jetzt bereits in der Videobeschreibung reinschauen, wo das dritte Siegel sich befindet. Wir suchen hier noch ein wenig. So, es ist vielleicht gleich hier vorne im Eingang. Leuchtet da hinten was oder leuchtet da hinten nichts? Das war ja nichts. Na, dann gucken wir wieder nach oben. Ne? Zwei Siege zerstört, eins fehlt noch. Tja, Atreus könnt ja mal mitgucken.
Aber der Schnee wird natürlich hier so ein blaues Siegel zu sehen. Was einen Überblick verschaffen. Einmal wieder nach oben. Na, hat er gerade wieder gehustet, der Atreus. So, auch hier sehen wir nichts. So, Siegel Nummer 3, wo versteckst du dich? Also manche Sachen sind ja so offensichtlich, manche sind sehr gut versteckt. Dort war das dritte, jetzt haben wir es. So, jetzt wieder nach unten. Und dann mal gucken, was wir dort Schönes finden. Aha, wir haben den Eiskatalysator, legendär. Na super. Und kleine Truhe, ist bestimmt Darksilber drin. Ja, freut sich Sindri oder Brock, wenn wir das wieder in deren Zwergenleben ausgeben, um unsere Aufrüstung ein bisschen weiter aufzupimpen. So, Siegel haben wir und den Eiskatalysator. Oh, das Hacksilber nehmen wir mit. Ne, wer den Pfennig bekanntlich nicht ehrt, ist das Talas nicht wert. So, zack. So, dort unten haben wir schon gesehen, ist dieses klebrige Harz. Das hat mir seinerzeit gebraucht, um überhaupt erstmal hier in diese Welt weiter voranzukommen, im Speisesaal. Und da kann Atreus jetzt seine Superpfeile raufballern. Und wieder hochklettern. Und auch diese Schatzkiste sammeln wir selbstverständlich ein. So, wo gehst du mal hoch? Hier nicht. Oh, hier waren ja dann stellenweise, glaube ich, hier eine Ogre und so ein Eistroll war ja noch versteckt. Dieser Eiswand hier vorne. Mal einmal drum rumgehen hier. Kommt gleich rechts wieder Sindri. Den ignorieren wir aber ganz gekonnt. Ja, da ist er. So, Truhe können wir öffnen. Ja, warum nicht? Braucht man sie später auch als Herstellungsgegenstand bei Sindri bzw. Brock. So, und wir haben nur unseren magischen Meißel. Schaffen wir uns doch mal einen neuen Weg. Ta-ta-ta-ta. So. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. So, hier ist wieder eine Truhe, wo wir das Kleberharz brauchen. Aber wir können natürlich nicht das Kleberharz in der Hand halten und dann eine Tür öffnen. Muss also eine andere Möglichkeit geben. So, hier oben schauen wir uns einmal um. So, dort vorne sehen wir, da ist schon wieder so eine blaue Flamme gewesen. Also ein Wissensstein. Oder whatever. Ah ja, was ist da oben? Auch mit diesem Kleberharz versehen. So, das bringt uns jetzt aber noch nichts, denn wir brauchen wieder Kleberharz, da ist es. Und damit können wir einerseits die andere Truhe öffnen und wir können auch diese Schale dort oben, diesen blauen Stein wieder herunter bewegen. Machen wir erstmal die Truhe. Dankeschön, Atreus. So. Wichtige Herstellungsausrüstungsgegenstände wieder. Oder zur späteren Ausrüstungsherstellung. So, Kleberharz wieder ab in die Hand. Gleich mal gucken, irgendwo oben war das. Da ist es. So, Pfeile richtig ausgewählt. Plumps, da ist er. Und einmal Huckepack.
Nur den Beinschlückchen Kaffee trinken hier. So, Pfeile wechseln. Zack, da sind die blauen Pfeile. Ein Weltenriss. Ja, den machen wir jetzt aber nicht. Wir folgen weiter der Hauptstory. Weltenrisse gibt es ja einige. So, müssen wir hier weiter. Unser Hexenkompass sagt ja. Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. So, und können wir erstmal wieder den Atreus hier nach oben befördern. Das schaffe ich. Ja, das, was mich wurmt, Kratos kann Supersprünge machen, kann hier aber nicht ein paar Zentimeter hochhüpfen, sei es drum. So, dort ist eine Kette. Hätte jetzt gedacht, dass Atreus uns gleich die Kette herunterlässt. Anscheinend nicht. Ne, der bleibt da schön oben stehen. Wo geht's denn jetzt für uns hier hoch? Das ist ja anscheinend zu hoch. Ah ja, ein Rädchen. Okay, da fahren wir mit der Axt, haben wir verstanden. Bisschen besser zielen wir natürlich einen Vorteil. Na. So. Ja, so, dann hüpft er mal rauf, Atreus. Ist er drauf? Sieht so aus. Hier oben ist eine Kette. Ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden. So, jetzt wieder unsere Frostaxt. Oh nein. Sie bewegt sich zurück. Ja. Vorne war auf jeden Fall links eine Kette. So, festgefroren. Aufzug kann man ja nicht weg. Mit der Kette ab nach oben. So, da könnten wir uns jetzt einen zweiten Weg aufmachen, indem wir die Kette wieder runterkicken. Und der magische Meißel. Mensch, der kommt jetzt aber auch gut zum Einsatz. Gerade erhascht und schon dreimal, glaube ich, in diesem Video jetzt mittlerweile einen neuen Weg damit aufgemacht. Na. Na komm, wo leuchtet er? Da? Nee. Ja, wenn man zu langsam ist, dann kann man das Ganze gerne mal von vorne machen. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Heute sind wir draußen. So, Hauptquest ist aktualisiert. Mit unserem Boot weiterfahren. Schauen wir auch nochmal hier in diese Kamera rein.
So, natürlich können wir hier etwas einsammeln. Da vorne. Oh, verborgene Kammer. Ja, alles klar. Ein paar haben wir ja schon gefunden. Ein paar sind noch offen. Verborgene Kammer von Odin. So, und dort vorne, was sehen wir dort? Hier, Junge. Noch eins. Na, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. So, was wir in dieser Kammer auf jeden Fall auch finden. Ich gehe da mal einmal kurz hin. Hier vorne ist unsere allererste Walküre, gegen die wir kämpfen können. Ich verlinke das mal an der Stelle. Hier geht es nämlich in dem Video nur um die Hauptmission. Also hier oben rechts der Link zu der Walküre Gunnere. So, weiter Richtung Hauptquest. So, wir sind ja wieder am Steg angekommen und haben jetzt die Möglichkeit, mit Atreus wieder ein Stückchen weiter zu paddeln, Richtung Hauptquest. Schöne Möwe. So, dort unten ist unser Schiffchen. Was jetzt? Vielleicht sollte ich Freya den Flug mal ansehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich kann... So, neben Quests, Familienangelegenheiten, wie gesagt, in diesem Video geht es nicht darum, aber ich will euch immer kurz zeigen, wo die dann schon einmal ist. Die befindet sich hier oben links, so Familienangelegenheiten, dort ist sie. Unsere Hauptquest ist aber gar nicht mal weit weg von uns. Karte zieht sich ja auch mal weiter auf. Etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von mir. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Kopf, du steckst voller Geschichten. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat sich beleidigt. Hab mich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Nur zu gern. Ich erzähle euch die Geschichte von Rungnir, dem Raubwort. Wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Rungnir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Er war unglaublich stark, wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Dort füllte er Rungnir mit Met ab und stachelte ihn zu allerlei Scherzen und Possen an. Alles zur Unterhaltung des Hofstaats. Ich war dort. Ich sah die Asen lachen, als Rungnir auf seinen Schild sprang und schwor, uns alle zu töten und die Frauen mit nach Jötunheim zu nehmen. Dann tauchte Thor auf. Und lacht er? Oh nein. Ja, Mimira hat einige Geschichten zu erzählen. So, hier vorne ist wieder eine Kammer gewesen, die uns zur Hauptquest führt. Bevor wir dort hineingehen, können wir noch mal einmal kurz einen Blick erhaschen, ob wir irgendwas an einer gewissen Stelle hier verpasst haben. Ja, gleich. Der Meißel kommt gleich zum Einsatz. Ja, wir gucken ja trotzdem immer noch nach Collectibles. Ja, sei es jetzt Edun-Äpfel, Rage oder andere schöne Artefakte. Aber so wie das hier aussieht, verpassen wir hier nichts. Das Schloss habe ich noch nie gesehen.
Erinnert mich an etwas, das Tier mal skizziert hat. Er hat gern zahlreiche Symbole zu eigenen Runen kombiniert. Die hier bedeutet, glaube ich, Frieden, Eintracht, Gnade und noch mehr. Dann öffnen wir mal die Kammer. Aber wie kommen wir hinein? Mittlerweile können wir mit dem Meißel ganz gut um. Okay, ein noch. Ach Mensch. Wie so ein Eispickel, ne? So, jetzt aber. So, Hauptquest wieder aktualisiert. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. So, Tyrs Brücke in Hexenkompass ist gelb. Heißt, wir müssen jetzt hier irgendetwas finden. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Bestimmt. So, es war ganz interessant zu hören. Wo müssen wir jetzt lang? Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Hier kommen wir jetzt wieder raus, ne? Ja, raus wollen wir nicht. Also ab hier rein. Andere Seite. Hexenkompass ist auf jeden Fall nicht mehr gelb jetzt. So, andere Seite auch doof. Also wieder zurück. So, was habe ich denn jetzt hier übersehen? Dann los. Ah. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mir so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Jetzt geht's. Ja, das Lösungsweg manchmal so einfach. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Na, wir haben uns ja schon gefragt, wo er geblieben ist. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Madly weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater? Oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh mein Gott! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Ups, hab ihn kaputt gemacht. So, dann machen wir jetzt, sagen wir mal, wie das richtig geht, wenn der Papa das macht hier. Bleib weg! Das
Okay, kommen wir uns um unseren Sohn. Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Oh, Hauptquest wieder aktualisiert. Oben links sehen wir es. So, Freya um Hilfe bitten. So, mal kurz schauen. Wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt. Dann können wir auch mal unser Wächterschild hier ein bisschen aufpimpen. Oh, Waffen. Leviathan-Axt. Wächterschild. Ragekampf. So, das hätten wir schon mal. Das können wir auch noch kaufen. Rasendes Ultimatum oder Spartans Woge. Schildkampf können wir auch ein paar Sachen kaufen. Konterschmetter. Hm. So, Runenangriffe. Haben wir nicht genügend EP für, um die zu verbessern? War noch nicht. Den könnten wir aufpimpen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Wenn man das so rechts anschaut, die Vorschau. Gleich mal gewechselt. Okay, jetzt aber erstmal weiter der Hauptquest folgen. Schließlich wollen wir, dass unser Sohnemann gesund bleibt. Oder gesund wird. So, zu Freya. Wo ist unser Boot? Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. So, mit mir legen wir mal ab. Natürlich aufpassen, dass er nicht aus dem Boot rauspurzelt, ne? So, auf zu Freya. Hexenkompass aktualisiert, super. Ja, haben wir den Bruder schon wieder getroffen, der sich wieder verpieselt hat. Also mindestens einmal treffen wir noch auf ihn. Dann geht es sicher beim nächsten Mal dafür zurecht, was er unserem Sohn angetan hat, beziehungsweise ja doch uns auch, und Atreus wird uns eigentlich mehr helfen. Sah so aus, als ob er die Spartan-Rage hier aktivieren wollte, was aber nicht ganz hingehauen hat. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt mit einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. So, auf zur Hexenhülle. So, noch hier in der Höhle gab es ja, hat man ja schon gesehen, einige an Collectibles, wo man stellenweise sehr leicht rankam. Andere Sachen wiederum benötigen wir noch anscheinend eine andere Ausrüstung für, um die zu erreichen. Das war schnell mit dem Lift nach oben. Ich wollte gerade sagen, das hat sich noch unser Stamm angehört. Das Fieber wird schlimmer. Wir
zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ah, ich kann nur nicht schneller laufen. Jetzt ist schon das Schnellste, was geht. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Vibe, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Okay. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Hey. So, also wir müssen nach Helheim. Beeil dich. Ein Herz besorgen. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm und vorher einmal ab nach Hause. Helheim, bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. So, Hauptquest aktualisiert. Herz besorgen, Wächter, Helheim, Kalt, vorher ab nach Hause. Okay. Dann halten wir uns doch gar nicht lange auf, hier irgendwie was zu suchen. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du willst. Oh, so ein hübsches Boot hier, wollte ich gerade sagen. Oh ja. Kratos der Denker. Das war ja im allerersten Let's Play von God of War, wo wir den Hirsch gejagt haben mit Atreus. Ja, was geht jetzt bei so einem Vater durch den Kopf, ne? Auch schon episch gemacht, das Video hier. Die kennen wir doch.
Himmel ist ja blutrot hier. Das schreit förmlich nach, es geht jetzt richtig los, das Spiel. Na, ganz schöner Weg nach Hause hier. Okay. Auf nach Hause. So, gegen diese Art von Gegner war ja der Nachteil, dass unsere Axt wirkungslos ist. Haben wir auch schon recht schnell zu Beginn des Spiels kennengelernt. Aber wir können ja perfekt parieren. Und haben unsere Fäuste auch noch. Und zwei Stück noch. Okay, drei Stück. Ja, perfekt parieren mit dem Vorteil, dass man halt diese kleine, zwar schönen Abstand zu den Gegnern hat. Und halt diese leichte Slow-Mo oder noch. Energiestein hier brauchen wir jetzt noch nicht. Merken wir uns aber gleich mal vorsichtshalber. Der ist perfekt. Zwei noch. Spawnen die sich immer wieder oder wie? Schon wieder drei Stück hier. Hat noch den erst. Ja, das kommt immer mehr. Also die spawnen sich immer wieder. Das muss man scheinbar hier ein bisschen weiter weggehen. Wir können aber auch unsere Spartan-Rage mittlerweile hier aktivieren. Das sollten wir vielleicht mal machen, wenn wir wirklich mal Land gewinnen. Das nervt gerade ein bisschen. So. Machen wir mal Bud Spencer raus hier. Ja. Und doch war schon komplett weg. Wenn wir schicker Lesung lösen können hier. Ich hoffe, das ist der letzte. So, war es das eigentlich jetzt mal? Sieht ruhig aus. Wollen wir uns noch nicht beschwören? Oh, Energiestein. Oh, dramatische Musik ist weg. Ich würde sagen, das war der letzte Gegner. So, unser Zuhause ist da vorne. Die Energie ist jetzt auch voll wieder bei uns. Prima. Hätte sein können, dass hier noch was rumliegt. Dann schauen wir mal, was der Kratos holen wollte. Man ahnt es ja schon, ne? Thank you.
die Chaos-Klingen. Ich würde sagen, alles, was bisher gewesen ist, war Vorgeplänkel. Jetzt fängt das Spiel an. Die Chaos-Klingen. Nix so um. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ja, das entscheiden ja immer noch wir. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. So. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Hinterlasst mir einen Daumen, gerne auch einen Kommentar oder natürlich am liebsten ein Abo. Bis dorthin, bis zum nächsten Video. Euer Gamer Tim Drake.